Anscheinend hasst COD mich. Irgendwie, seit gestern ist jetzt ja Double XP Weekend und ich habe gestern gespielt schon, also gestern war Donnerstag und oh mein Gott, ne. Ich habe seit ein paar Tagen, habe ich so gefühlt, meine Hände verloren in dem Game. Es geht irgendwie bei mir gar nichts mehr, ne. Ich hatte zwischendurch eine Zweierquote, jetzt ist sie wieder auf 1,9 oder so. Zweierquote ist ja schon eigentlich echt in Ordnung, würde ich sagen. Natürlich gibt es jetzt hier die ganzen Pappstumper wieder euch mit eurer Viererquote oder was weiß ich, aber naja. Auf jeden Fall, Dom und ich, also Raptor oder Energy, haben gestern den ganzen Tag fast geskypt, wieder mal wie in den guten alten Zeiten. Und wir haben uns beide so über das Game aufgeregt, ne? Unfassbar. Wir haben beide, also Dom hat nicht so krass auf die Fresse bekommen wie ich, aber er war auch auf jeden Fall ziemlich gut genervt von dem Game. Und ich war einfach nur noch done am Ende, Alter. Ich war so mental down einfach. Ich hatte gar keinen Bock mehr auf irgendwas. Na, auf jeden Fall werde ich jetzt einfach mal wieder versuchen, ein bisschen stabile Leistung in dem Game zu zeigen, weil das, wie ich gestern gespielt habe, das ging echt gar nicht mehr klar. Na, ich habe jetzt einfach Bock, ein bisschen zu leveln eigentlich hier momentan. Ah, ey, ich habe doch auf ihn drauf geschossen, Alter! Ich gehe negativ schon wieder, Mann! Alter, ich bin so salty in letzter Zeit, weil ich einfach nur noch auf die Fresse kriege, Alter. Das macht keinen Spaß momentan. Und das ist auch dieses Problem, was ich mit COD einfach hatte, auch im AW. Ich kann es einfach nicht so suchten, deswegen kommt auch diese Woche nur ein Video, weil ich es einfach nicht gespielt habe. Ich habe einfach wieder angefangen, viel mehr League zu spielen in letzter Zeit. Ich habe einfach diese Woche echt viel mehr League of Legends gespielt, als ich COD wieder gespielt habe. Ich verliere jeden Gunfight, Alter. Oh mein Gott. Aber ich will nicht wieder mit dem Thema anfangen. COD ist so ein Scheiß-Game. Es ist ja kein Scheiß-Game, das Game macht echt Spaß. Und ich spiele es wirklich gerne, aber momentan ist einfach so eine Phase, wo ich ja nicht mal wirklich viel XP mache, wenn ich die ganze Zeit nur auf die Fresse kriege. Natürlich könnte ich andere Spielmodi spielen, aber da laufen noch größere Tryhards rum überall. Um konstant gut in dem Spiel zu werden, müsste ich halt einfach noch mehr spielen. Und ich weiß nicht, da habe ich einfach jetzt nicht so krass die Motivation zu. Ich bin einfach immer noch mehr der League of Legends Fan. Oh mein Gott, ich hab mich so erschrocken, Alter. Ich gehe schon wieder 8-7, Alter. Das ist einfach nur erbärmlich in letzter Zeit, wie schlecht ich bin. Ich habe jetzt auch nicht unbedingt ein Thema, wo ich jetzt unbedingt drüber reden wollte. Aber wie ich ja eben schon gesagt habe, Dom und ich skypen in letzter Zeit wieder relativ viel. Nachdem er ja durch seine, dadurch, dass er ja momentan sehr auf Competitive bezogen ist, hatte er nicht so viel Zeit. Ich hatte nicht so viel Zeit, weil ich viel mit Dingen zu tun habe, mit League und so. Aber in letzter Zeit auf jeden Fall wieder richtig viel geskypt jetzt. Locker eine Woche oder so jeden Tag wieder. Also richtig regelmäßig auch. Und ich habe nur noch 6 Schüsse, das heißt, ich werde den nächsten Gunfight verlieren. Alles klar, 0 Schüsse. Und ich bin 50 Punkte vor Belle. Kill ihn. Na, ich sterbe 50 vor Belle, Alter. Naja, also, whatever. Wie gesagt, Dom und ich haben wieder mehr Kontakt und vielleicht wird da ja wieder was auf euch zukommen, ne? Wenn das auf jeden Fall alles klappt. Wir sind das auf jeden Fall momentan am Plan, dass wir uns mal wieder sehen jetzt in nächster Zeit. Und ihr wisst ja, wie das bei uns immer war, dann kommen ja eh immer tausende von Videos raus in der Zeit und alles, also das wird auf jeden Fall nice, wenn das auf jeden Fall alles klappen wird. Wir sind auch beide richtig hyped auf jeden Fall darauf, dass wenn das klappen sollte, ne, ihr könnt euch dann eh denken, dass dann Dombo wahrscheinlich wieder hierhin kommt und hoffentlich klappt das. Das wäre dann nächsten Monat wahrscheinlich. Oder wenn, dann auf jeden Fall nächsten Monat. Ich hätte so Bock darauf, ne, allein dieser, wenn man sich die Vlogs von den vergangenen Zeiten anguckt, das hier war einfach. Ey, das war einfach zu gut, es hat immer so viel Spaß gemacht. Und ja, hoffentlich klappt das alles. Wird auf jeden Fall richtig viel geistiger Bullshit wieder auf euch zukommen, so wie sonst auch immer, wenn Dombo hier ist, aber auch na, bei meinen Videos, ne? Die sind auch richtig scheiße wieder, ne? Wie gesagt, das Spiel Black Ops 3 an sich jetzt wirklich kann ich ja nach, heute habe ich es seit 2 Wochen, glaube ich. Stimmt. Seit 2 Wochen habe ich es gerade mal. Ich habe eben 3 Wochen irgendwie gedacht. Kann ich nur sagen, ist ein richtig nice Spiel insgesamt. Es macht richtig Spaß zu spielen, wenn man halt gut spielt. Und wenn man nicht gut spielt und auf die Fresse kriegt, dann macht es keinen Bock. Aber wie gesagt, gerade momentan ist echt ein gutes Spiel so. Auch wenn ich momentan in einer etwas Down-Phase bin, denke ich mal, dass es trotzdem mich nicht vom Spielen abhalten sollte eigentlich. Und ja.
Aber das ist natürlich, dass ich auch auf der Xbox One spiele und deshalb meistens alleine spielen muss. Es sei denn, wenn ich mit Real Life Kumpels spiele. Mit Tobi und Darius. Die kennt ihr auch. Darius kennt ihr aus meinen Vlogs wahrscheinlich. Und Tobi, der war im letzten Video, glaube ich, dabei. Und ich bin hier heute ein bisschen komisch. Normalerweise habe ich immer hier mein Astro-Headset an, aber ich gehe heute mal ein bisschen auf Games und meinen Beats hier und dann kommentiere ich hier einfach damit, ne? Hallo! Mal ein bisschen hier auch aufs Gameplay konzentrieren. Ich bin ja der richtige Pappstamper jetzt hier mittlerweile. Okay, vergesst, was ich ihm gesagt habe. Die Runde geht wieder gut ab gerade. Get me a UAV Overwatch! Ah! Und die so erschrocken. Counter UAV destroyed. Was sind das denn für Geier? Richtige Nichtsgönner. Combat Focus ready. 53 Punkte vor Ben. Ich mach irgendwie. Ist meine Drohne noch rum? Nein, fuck. Ich will jetzt wenigstens komm einmal die Bälle haben. Gib sie mir. Gib mir those balls. Yes! Bälle! Egal, 11-1. Was ist denn da los auf einmal wieder? So, Raps, jetzt kommen wir mal ein paar Kills jetzt. Hallo! Kills mal. Ein Kill bis jetzt. Richtig, richtig. Nice, Alter. Ein Kill. Ah, danke. Bälle, ihr müsst dahin. Oh yeah, Baby, let's go! Endlich mal wieder eine gute Runde, Alter. Nach wie langer Zeit. Mal wieder eine richtig schöne Runde jetzt am Start. So, gefällt mir das doch. Ich habe leider noch kein Orbi frei vom Level. Dann sollte ich natürlich Orbi spielen. Oh, what the fuck was that? Mir hat jemand in die Kommentare geschrieben, dass ich mal snipen soll wieder, aber in dem Game bin ich echt noch so unerfahren im Snipen, weil ich es halt echt erst einmal gemacht habe und da habe ich, glaube ich, nicht mal einen Kill gemacht. Weil es halt wirklich schwer ist und man muss sich viel damit beschäftigen. Hallo. Den Leuten macht das Spiel wirklich Spaß, so, Alter. Ich verstehe sowas nicht. Ja, es gequittet zum Glück, Alter. Hurensohn. Oh, fuck, yo. Alter, wie er alles vollgekämmt hat mit seinen scheiß Essen-Minen. Aber weil ich Hardwired hab, werden die nicht ausgelöst. Ja, Hardwired ist ein bisschen OP in dem Game, oder? In dem Game habe ich langsam das Gefühl. Einfach Essen-Minen werden nicht ausgelöst. Du wirst von Konterdrohnen unantastbar sozusagen. LOL! What the fuck? Hier steht ein Fuß! Das ist ein bisschen eklig. Also. Alter, ich wusste gar nicht, dass sie so krass auf die Details geachtet haben in dem Game. Einfach ein Fuß stand da rum. What the fuck? Er wollte mich boxen, Alter. Er wollte mich aber boxen, der kleine Frechdachse. There was never any doubt. Guck, da liegt auch eine Hand, Alter. Das ist richtig ekelhaft, Alter. Was ist denn los mit diesen Details in dem Spiel? Guck da, wie er mich boxen wollte. Oh,